Willkommen zurück zu Chibi Let's Plays Adventskalender am 10. Dezember. Und jetzt sind es wirklich nur noch 14 Tage, nur noch 2 Wochen und dann ist Heiligabend. Und deswegen gehe ich heute trotz Bodenfrost hinaus in die weite Welt und besorge das eine entscheidende, wichtige und symbolträchtige, immergrüne, vielleicht auch manchmal sehr kitschige Ding, was zu Weihnachten einfach dazugehören muss, nämlich ein Tannenbaum, ein Weihnachtsbaum. Und ja, ich hatte erst die Hoffnung, dass wir uns dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum holen, da ich finde, dass sie meist nur doof rumstehen und Nadeln verlieren und man kann sie nicht einfach nur so in den Müll stopfen, weil sie meist viel zu groß sind. Aber ja, irgendwie sind diese kitschigen Dinger doch schön anzusehen, ne? Tja, und mein kleines Plastikbäumchen hat sich inzwischen von selbst aufgelöst. Von daher muss jetzt mal ein ordentlicher Ersatz ran. Und diesmal gibt's wieder Bio. Ja. Und deswegen suche ich mir dieses Jahr auch wieder ein sehr schönes Exemplar. Kein krummes Teil, kein Bommel, wie es vor ein paar Jahren mal war, den man quasi vor sich her treten konnte, weil er wirklich komplett rund war. Und deswegen hat mir diese eine Tanne mit dieser sympathischen Kerbe in der Rinde es mir schon angetan. So, jetzt komme ich auch ins Bild und ja, ich bin im Verhältnis zur Tanne wirklich klein. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Ding später nach Hause tragen soll. Aber naja, egal. Hauptsache, es passt irgendwie noch ins Haus hinein. Und ich glaube, das wird gehen. Das sollte gehen. Bestimmt. Aber hier noch ein paar Details, ne? Ja, genau. So, okay. Und deswegen versuche ich nun mit meiner guten Level 12 Axt diese wunderschöne Tanne zu fällen. Ja, und deswegen hole ich jetzt noch einmal so schön aus, um mit enormer Kraft, mit allem, was ich habe, noch so ein kleines bisschen tiefer in diese Kerbe reinzuschlagen und vielleicht noch so ein kleines bisschen Rinde abzusplittern. Aber ja, es ist ein dramatischer Kampf. Ein sehr fesselnder Bosskampf gegen diese gewaltige, fiese und sehr robuste Tanne. Da muss ich aber richtig ausholen hier. Oh Mann. Das ist ja mein neuer Erzfeind hier des Tages. Ah, toll. Jetzt wird sie noch buschiger. Jetzt wird sie übereifrig hier. Na toll. Gut. Gucken wir uns einfach mal ihre Energie an. Ja, natürlich hat dieser Bossgegner auch eine Energieleiste. So. Während ich ja weiter drauf kloppe. So. Jetzt steht da natürlich auch noch passenderweise dein Name über der Energieleiste. Tanne. Ja. Du robustes Teil, du. Oh Mann. Du hast einen sehr hohen Verteidigungswert. Das muss man dir jetzt echt mal lassen. Ah, ich komme bald ins Schwitzen. Ja, Level 5? 50? Ich hab's geahnt. Na gut, okay. Dann versuche ich mich weiterhin hier bei meinem epischen Bossfight gegen Tanne. Und ja, das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, ich werde noch so kurz vor Heiligabend fertig damit. Meine Lieben, wenn's gefallen hat, Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren. Und hey, ich habe ein paar Tannennadeln abgeschlagen. Juhu! Okay, dann sag ich mal, bis bald und tschibitschüss!